Johannes Schaff, seit Jahren ein Begriff für das Kinopublikum. 1968, Bundesfilmpreis für seinen ersten Spielfilm Tätowierungen, dazu der Deutsche Kritikerpreis. 1971, der zweite Film Trotta, wiederum Bundesfilmpreis und 5 Filmbänder in Gold. Aufsehen bei den Filmfestspielen in Cannes, Barcelona und in der Tschechoslowakei. Prädikat besonders wertvoll und später noch viele andere hohe internationale Auszeichnungen. Zum Oscar der amerikanischen Filmakademie vorgeschlagen. Jetzt stellt Johannes Schaff seinen dritten, bisher größten und aufwendigsten Film vor. Traumstadt. Ein Film nach dem Roman Die andere Seite von Alfred Kubin, jenem berühmten Maler, Zeichner, Illustrator, Bühnenbildner und Schriftsteller, der die Werke von Edgar Allan Poe, E.T.A. Hoffmann und Dostojewski meisterhaft illustrierte. Traumstadt. Ein Film über die Sehnsucht und Träume zweier Menschen, dem Stress und den Zwängen des Alltags zu entfliehen. Für diese mitreißende, grandios inszenierte Geschichte eines fantastischen Abenteuers stellte Johannes Schaff ein großartiges Ensemble zusammen. Per Oskarsson, der Held aus dem Knut Hamsun-Film Hunger. Rosemarie Fendel, die für ihre Leistung in Trotta mit einem Filmband in Gold ausgezeichnet wurde. In weiteren großen Rollen Eva Maria Meinecke, Alexander May, Heinrich Schweiger, Helen Vita, Herbert Bötticher, Ronnie Williams, Andy Warhol-Star Louis Walden, die Neuentdeckung Olympia und viele andere hervorragende Schauspieler als Bewohner der faszinierenden Traumstadt. Traumstadt. Ein einzigartiger, ungewöhnlicher, fesselnder Film. Traumstadt von Johannes Schaff.